Was machst du? Okay, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Aber so wie es aussieht, haben wir hier dann jetzt auch gleich ein Lager freigeschaltet. Oh. Da geht man so nichtsahnend in einen Raum und dann haben die schon eine Falle vorbereitet. Das war gar nicht nett. Das muss ich ja eine ganz schöne Gefahr sein, dass sie so Sachen für mich vorbereiten. So. Schön, alles aufsammeln. Vater, du wirst uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass Vater Matthias euch von der Insel befreien wird. Ansonsten, ich wüsste nicht, wovor sie sonst hätte befreien sollen. Vom Wahnsinn, ich meine, wahnsinnig ist er selbst. Der Hall beim Laufen, echt jetzt. Okay, wir gehen ans Lager. Wir können wieder 2 Fähigkeitenpunkte verteilen, dann sind wir fast bei Stufe 2. Oh, Kämpfer haben wir jetzt auch freigeschaltet, das ist ja cool. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen, oder... Schmerztoleranz, halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben, das werden wir jetzt als erstes nehmen. Dann gehen wir, ich glaube, zu Überleben war. Da hatten wir noch Knochensammler, Pfeile wiederfinden und tierische Instinkte. Wir werden auf jeden Fall das Pfeile wiederfinden noch nehmen. Ich denke mal, das kann im Laufe des Spiels nochmal sehr wichtig sein. Was hätten wir dann noch? Axthiebe. Das heißt, wir können Gegner betäuben mit 2 schnellen Hieben. Mit einer Kletteraxt können wir auch tödliche Hiebe versetzen. Ausweichskonter, Ausweichkill und Ausweichkillmeister. Also da kommt noch so einiges auf uns zu. Und was wir jetzt noch haben, ist Ausrüstung aufwerten. Wir haben 900 Bergungsgut, damit sollte sich doch was machen lassen. Den Bogen haben wir voll geupgradet. Genau, die Axt ist geupgradet. Das heißt, wir haben jetzt noch die Handfeuerwaffe, die Pistole und das Gewehr. Das Gewehr fand ich jetzt eigentlich richtig cool. Mehr Kugeln. Stabilisierung. Weniger Rückstoß. Schneller nachladen. Schneller schießen. Schneller schießen nehmen wir. Und größeres Magazin. Und dann gucken wir bei der Handfeuerwaffe. Wir werden genau auch hier das größere Magazin nehmen. Und ich werde hier den Schaden noch erhöhen. Und dann haben wir jetzt auch wieder genug aufgewertet, weil das Ding ist aufgewertet.
Und der Bogen ist soweit auch fertig. Das heißt, hier müssen wir, hier sehen wir es sogar, wir müssen noch weitere Items finden in der Spielwelt, um wieder Updates freizuschalten für den Bogen. Und auch beim Gewehr müssen wir weitere Sachen freischalten oder finden erstmal, um Sachen freizuschalten. So, also. Weiter geht's. Bei meinen anfänglichen Kampfkünsten hätte ich mal ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Jetzt ist die Frage, ist das schon nachgeladen? Ja, ist alles nachgeladen. Okay. Die wissen also, dass ich hier bin und warten schon auf mich. Also hoch kommen wir hier nicht, also müssen wir hier aufstehen. Denn ich bin so schreckhaft. Ich erschrecke jedes Mal, wenn der Typ da auch schon um die Ecke kommt. Oh nein. Oh nein. Da sind Pfeile. Es kommen Gegner. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Fantastisch. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Ich war davon ausgegangen, dass hier tatsächlich ein Gegner auf uns wartet. Aber wir können uns hier nochmal mit Munition befüllen. Oh. Hier drin ist es heiß. Wow. Schnee. Das ist doch nicht normal. Ich meine, es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus hier. Und da oben ist unser Ziel. Ein neues Lager entdeckt. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch genug... Ne, wir haben nicht mehr genug zusammen. Müssen wir da nach unten gucken? Heftig.
Okay. Da ist noch wer. Wenn keiner mehr ist, dann kommt gleich noch wer. Okay, sie legt die Waffe weg. Keine Gegner mehr da. Oder doch? Ja. Ah, den haben wir. Wo ist der andere? So, ja, ich hatte jetzt gerade ein wichtiges Telefonat, deswegen stand ich da jetzt etwas rum. Aber wir sind jetzt zurück und können uns jetzt hier um die Bedrohung kümmern. Wo ist denn jetzt noch wer? Okay, hier ist keiner mehr. Da drüben sehe ich jetzt auch keinen mehr. Wir gucken, dass wir jetzt einfach mal alle auf dem Weg plündern. Aber wenn es von irgendwo schießt, dann merken wir das schon. Oh, wir haben noch was gefunden. Sehr schön. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Hm. Okay. Eine Halskette. Okay, ja. Okay, wenn da noch was war, jetzt ist nichts mehr. So, ich sehe jetzt auch nichts mehr, also gehen wir weiter. Also da kommen wohl doch noch mehr Gegner. Hier geht's nicht hoch, aber... So. Ist auch noch was zu plündern. Und ein Tagebuch. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger,
Sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Die Solari. Matthias ist ein wahrhaft böser Mensch. Wie beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht, das ist verrückt. Ja, da muss ich zustimmen. Matthias ist definitiv verrückt. Ich sehe jetzt hier wieder mal nichts. So, da oben war auch nichts, oder? Obwohl, da hätten wir da noch mal höher können. Wir gehen weiter. Okay. Okay, natürlich schieße ich. Na komm. Okay. Ich glaube trotzdem, dass da noch mehr sind. Habe ich die alle geplündert? Haben wir. Nachgeladen? Ne, laden wir nach. Ist auch nachgeladen. So, und der Bogen. Wir haben wieder Munition. Oh, scheiße. Aus dem Weg! Sie gehört mir!